Heute testen wir den Erstausbau der Firma Luftgekühlt 65 auf Basis eines Iveco Daily. Ich bin mal gespannt, was das Auto so kann. Bevor wir uns angucken, was der Iveco kann und wo seine Grenzen liegen, sollte eines klar sein. Der Fahrzeugbauer Sven Schürer aus dem sächsischen Wildenfels hat diesen Daily mit 3 Liter Diesel und 170 PS nicht von Wasser auf Luft gekühlt umgerüstet. Der Name bezieht sich vielmehr auf die ausgeklügelte Bauweise der Kabine. Die besteht nämlich aus einem Aluminium-Hohlprofil, das während der Fahrt für Kühlung sorgen soll. Als Dämmung ist neben Hartschaum auch Schafwolle verarbeitet worden, die die Feuchtigkeit von innen nach außen transportieren soll. Dass die Optik ziemlich robust, fast martialisch erscheint, ist gewollt. Eine Menge Riffelblech schützt den hochbeinigen Daily, der bekanntermaßen ein beliebtes Reisegefährt in der Overlander-Szene ist. Allerdings ist der luftgekühlt 65 mit 5,2 Tonnen leer kein Leichtgewicht. Die Zuladung bis zur Grenze beträgt knappe 300 Kilo. Im Gelände sind dann auch irgendwann die Grenzen erreicht. Grund für die Schwere sind unter anderem die massiven Anbauteile. 2 hydraulisch absenkbare Stützen sorgen für den Niveauausgleich auf unebenem Gelände und die absenkbare Heckgarage mit etwa 3000 Litern Volumen nimmt problemlos ein Motorrad oder mehrere Fahrräder auf, erhöht dann aber auch das Gewicht auf der Hinterachse. Hier ist auch die Elektronik verbaut, die mit einem 3,5 kW Inverter, 2 Lithium-Akkus mit je 160 Ampere-Stunden und einer 800 Watt Solaranlage üppig ausfällt. Zeit für einen Blick ins Innere dieser metallenen Burg. Doch wie erklimmt man sie? Von außen ist kein Türgriff zu sehen. So, und über die 2 Griffe können wir einfach die Klappe öffnen und dann kommt er mal rein. Einfacher gesagt als getan. Die zugbrückenartige Tür kann aus Sicherheitsgründen nur von innen herabgelassen werden. So, jetzt bin ich im Auto und was ungewöhnlich ist, ich stehe hier schon direkt im Badezimmer und was man auf den ersten Blick nicht sieht, ist, dass es eine komplette Nasszelle ist. Da unten habe ich nämlich das WC und das lässt sich auch ganz leicht über diese Klappen und den Hebel öffnen. Und direkt auf der anderen Seite habe ich das Waschbecken mit der Dusche und die kann ich oben einhängen. Aber jetzt gehen wir erstmal ins Trockene. So, jetzt aber ganz schön frisch draußen, deswegen mache ich mal die Duschtür zu. Und schon stehe ich direkt in der Küche. Hier haben wir nämlich neben Kühlschrank und einer Mikrowelle einmal hier die Spüle. Dann 2 eingelassene Mülleimer und 2 Induktionsplatten. Der eigentliche Clou ist aber eine zusätzliche Arbeitsfläche, die ich hier ausziehen kann. Das Fahrzeug ist ja für 2 Leute ausgelegt. Ich frage mich nur, wie sollen die da sitzen? Die Lösung befindet sich im Fahrerhaus. Und zwar kann ich hier einen zweiten Sitz einfach so umklappen. Und habe hier den Tisch und kann in Ruhe essen. Wie komme ich ins Bett? Auch hier gibt es einen Trick. Und zwar gibt es ausziehbare Stufen. So kann ich ganz einfach ins Bett steigen. Geschlafen wird quer. Und über die Rollos kann ich die Fenster verdunkeln. Das Ambiente einer Zirbelstube mit dem Fußboden aus Sattelleder überrascht nach dem harten Äußeren, ist aber sehr einladend und vor allem anders. Die gerundeten Oberschränke fügen sich zwar harmonisch ins Bild ein, beim Öffnen könnte aber etwas herausfallen. Dennoch, hier lässt es sich auf längeren Reisen gut aushalten, auch wenn die Sitzgruppe selbst für 2 nicht gerade üppig ausfällt. Für schweres Gelände sollte der luftgekühlt 65 noch abspecken, ansonsten ist da alles außergewöhnlich. Tests und Probefahrten mit noch mehr außergewöhnlichen und auch etwas normaleren Reisemobilen gibt es in unserem YouTube-Kanal.